Schaut doch unbedingt mal bei meinem Discord vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, um eben dann sowas wie Video-News zu kriegen, wenn mal keins kommen sollte aus irgendeinem Grund, oder eben einfach mit mir zu zocken oder andere Sachen mit anderen Leuten zocken. Also wie gesagt, Link in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. So, willkommen zurück zu der nächsten Folge von FIFA 23, unserer Nürnberg-Karriere. Und heute gibt es wieder mal zwei Spiele. Spiel Nummer 1 wird im Pokal sein gegen Frankfurt. Und Spiel Nummer 2 ist gegen Jahn Regensburg. Wir treffen uns gleich bei Spiel Nummer 1, das ein schnellsimuliertes sein sollte. Und so ist es auch. Unser erstes Spiel ist ein schnellsimuliertes gegen Fortuna Düsseldorf. Und es endet mit 2-2. Robert Glatzel macht mal wieder ein Tor und Nürnberger. Schön. So, da sind wir auch schon beim ersten selbstgezockten Spiel. Eintracht Frankfurt, der Gegner. Und ich kann zumindest mal sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht herausgefunden, warum es am Anfang immer laggt, leider. Und wir gehen direkt in den Anstoß. Wir sehen uns gleich beim Anstoß. So, da sind wir schon beim Anstoß im Deutsche Bank Park. Frankfurt unser Gegner, Pokal. Das heißt K.O.-Phase, das heißt wir müssen gewinnen, um weiterzukommen. Und damit würde ich gleich am liebsten von Anfang an starten. Also Jungs, haut da rein und versucht irgendwie das Ding vorne unterzubringen. Hinten dicht halten und vorne gut reinballern. Und was ich interessant finde, dass es gerade gar nicht leckt. Ich habe zwar eigentlich nichts geändert, aber jetzt gerade gar nicht. Vielleicht hilft es aber, wenn man im Vornherein schon ein Spiel so mal gestartet hat im Anstoß oder so. Das kann natürlich sein. Oh, und Winzheimer kommt gerade sehr gut durch und da ist auch ein Dicker nicht mehr richtig da, aber er schießt vorbei. Schade. Und dementsprechend geht es in den Tempo-Boost. Ja, und da steht jetzt 1-0 für die SGE. Leider bin ich nach diesem Freistoß nicht im Kopfballduell als Sieger vom Platz gegangen. Dementsprechend konnte die SGE jetzt leider einmetzen. Und ja, führt damit 1-0. Und was Martinia da macht, ist aber auch fraglich. Wenn du schon so hingehst, dann kannst du auch leicht versuchen, den Ball aufzufangen. Und nicht nur zuschauen, wie der Ball an dir vorbeifliegt. Und das 1-1 noch in Halbzeit 1. Und natürlich, es war mal wieder der Robert, es war mal wieder der Glatzel. Das kann es doch einfach nicht sein. Der trifft halt wirklich wie am Fließband. Man könnte auch sagen, Robert Glatzel ist meine persönliche Lebensversicherung. Der holt uns immer wieder zurück, finde ich schön. Und dann geht es gleich wieder, wobei jetzt geht es gerade in den Tempo-Boost, weil die Halbzeitpause sollte bald kommen. Davor habt ihr schon gesehen, das Foul von Rode. Also kann er sogar mit noch von Glück reden, dass es nur gelb ist, weil es eigentlich von hinten rein war. Hätte genauso gut rot sein können, wenn nicht sogar müssen. Aber naja, gelb ist besser als nichts. Weil wenn er ungestartet davon gekommen wäre, wäre es blöd gewesen. Und ich bin zu blöd zum Passen, aber jetzt ist eh Halbzeitpause. Steht 1-1, dementsprechend werde ich auch keinen Wechsel machen. Und gleich in Halbzeit 2 gehen und es geht gleich weiter mit
einem Tempo-Boost, nachdem ich den ersten Ballverlust habe. Okay, jetzt also. Okay. Es war eine interessante Freistoßvariante, muss ich schon sagen. War schon wieder Alario. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Was hat Martenia gerade gemacht? Ist der Ball gerade zentral auf ihn zugegangen? Das will ich jetzt nochmal sehen. Meiner Meinung nach ist er gerade zentral auf Martenia gegangen. Deswegen ich mich gerade frage, was hat er gemacht? Ja, ist er. Gibt es noch eine zweite Kamera? Nein, natürlich nicht. Sorry, aber Martenia, den musst du halt haben. Jetzt warte mal. Ich schaue jetzt nochmal in der Sofortwiederholung an. Kann jetzt auch sein, dass ich gerade blöd bin. Halt. Nochmal so. Was war jetzt Zeitlupe? War das Zeitlupe? Ja, das war Zeitlupe. Und dann haben wir Viereck. Jetzt bin ich gespannt. Einfach so drehen und noch näher ran und dann guck mal, was passiert. Ja, Martenia, den musst du halten. Gut. Also dafür wirst du jetzt bestraft. Für dieses Spiel. Also den muss er halten. Da könnt ihr, egal ob ihr Clubfan seid oder nicht, den muss man halten. Also das war quasi zentral auf ihn drauf. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, das ist einer, den kann man gar nicht parieren. Im Normalfall. Oh, da ist schon wieder der Glatzel. Und der Glatzel macht es 2-2. Es gibt's doch nicht. Dieser Robert Glatzel ist einfach meine Lebensversicherung. Das ist verrückt. Und einen Titel hat er mir jetzt auch schon wieder gegeben. Wenn es so weitergeht, dann muss ich ja jedes Video gefühlt noch ihn betiteln, einfach weil der auch wieder faszinierend ist. Gut. Tschüss Martenia, für deinen Fehler wirst du bestraft. Wie schon gesagt. Und ich finde es gerade interessant, das Kamada, das Trikot, das war gerade wie so komisch grau. Sieht sehr interessant aus. Im nächsten Spiel wird natürlich Martenia wieder spielen, keine Sorge. Was ich halt meinte, das mit dem Frankfurt-Trikot, dass es an manchen Stellen irgendwie so grau ist. Nicht an manchen Stellen, also an manchen Stellen im Sinne von auf dem Feld und nicht das Trikot an manchen Flecken oder so. Sondern wirklich eben, dass das an einer gewissen Situation des Spielfelds, oh schade Glatze, grau statt weiß ist. Finde ich interessant und eigentlich realistisch, weil es ein bisschen was mit Schatten und Licht zu tun hat. Und mir das bis jetzt nie so wirklich aufgefallen ist. Okay, was auch immer gerade mein Plan war, es war am Schluss jetzt Glück, dass ich kein Tor kassiert habe. Warum schieße ich den Typen denn an, dass der an die Latte trifft, hä? Was ist mein Plan gewesen in der Situation? Und Glatzel schafft es nicht, den Ball zu gewinnen, schade, ist ja schön gewesen. Aber man kann ja auch nicht alles machen. Glatzel ist ja auch nur ein Mensch und kein Superheld. So, und damit sind die 90 Minuten rum in diesem Pokalspiel und es steht 2-2 dank Robert Glatzel, okay, und dank Martenia, zwei Gegentore. Und ja, Verlängerung, es geht direkt weiter, bei uns gibt es jetzt mal noch keine Wechsel, keine Sorge, ich werde auch noch wechseln, aber ich weiß noch nicht wann genau und ich werde dann vor allem so Elfmeter spezifisch wechseln und nicht irgendwie positionstreu. Ich werde quasi auf Elfmeter
Wie heißt's? Boah, schade, dass der den Zauber nicht verwandelt hat. Ja, auf genau, auf Meter Poker, so wollte ich sagen. Wäre cool, wenn wir es noch in der Zeit schaffen, aber ich werde jetzt eher auf Elfmeter pokern. Das heißt, die Verteidiger werden ausgewechselt und die Stürmer oder die Offensivkräfte werden eingewechselt. Aber wir sind halt jetzt schon in der Druckphase wieder mal. Natürlich sage ich das so, die Gegner greifen gefühlt an. Steh auf, Handwerker! So, da sind wir schon bei der Halbzeit der ersten Verlängerungshälfte. Okay, das klingt sehr merkwürdig, aber okay. So, wir machen jetzt direkt den Anstoß und jetzt drücke ich auf die Wechsel. Und gucke jetzt auf die Elfmeterwerte. Jetzt wartet mal, wo waren die Elfmeterwerte? Waren die hier? Die waren hier 42. 36, 33, 38. 40, 44, 36. Okay. Damit ist ja schon mal klar, wer ausgewechselt wird. Schindler für. Den haben wir dann auf der Bank. Dua 55. Der hat 65. 65, 58. 45, 44. Dann schon mal Dua rein. Dua allerdings als Stürmer. Was hatte der? 40. Okay, dann wird noch einer eingewechselt mit 65, der Geist. Der hat 38, das wechseln wir den. Warte, hier war es 56. Der hat auch nur 36, da kommt dann der Wagner mit 65. Jetzt schauen wir mal, wir haben nochmal noch. Hier den Duman. Mit 58, 44, 55, okay. Duman gegen den 36er hier und den 38er gegen den hier. So, dann sind das alle Wechsel. Lustigerweise im Pokal jetzt einfach 6 Stück, obwohl es gar nicht erlaubt sind. Könnt ihr mal nachziehen hier. Ja, doch 6 Stück. 6 Wechsel aber insgesamt gemacht. Sei ich verrückt. Okay, und dann hoffe ich einfach, dass es eine Unterbrechung noch geben wird in Halbzeit 2. Und wenn nicht, dann spiele ich ihn einfach jetzt aus. Noch besser, Robert Glatzel schießt das 3:2 in der 111. Spielminute. Die Lebensversicherung im Hattrick. Das wäre natürlich jetzt mega Hammer, auch wenn ich dann die Wechsel umsonst gemacht hätte. Aber ich gehe jetzt trotzdem Vollgas auf 11 Meter. Deswegen bleiben die Wechsel. Ich glaube, ich könnte sie gar nicht mehr umstellen. Bin zufrieden. Und ja, eigentlich voll zentral. Den muss Trapp eigentlich parieren. Aber es war halt Glatzelschuss. Der ist aber zu gewaltig. Ja, cool. So, da unsere 6 Wechsel, oder 5 besser gesagt. Und ja, dann geht's wieder in den Tempo-Boost. Und da haben wir's. Wir gewinnen nach Verlängerung 3:2 gegen Eintracht Frankfurt und natürlich der Held des Spiels Robert Glatzel mit 3 Buden. Geil. Ich habe mich erfolgt. Der Rode hatte da Tempelband voll gehalten, aber der hat noch kurz gesehen. Krass. Ich bin zufrieden. Wir sehen uns gleich bei Spiel Nummer 3 der heutigen Folge. So, da ist schon wieder das nächste Spiel. Bielefeld der Gegner, das wird wieder mal schnell simuliert. Wir spielen in Bielefeld, obwohl Bielefeld ja angeblich gar nicht existiert. Und die nicht existieren, gewinnen mit 1:0 gegen Nürnberg leider. Und Glatzler hat mal ausnahmsweise gar keinen Treffer beigesteuert. Wann gab's denn das zuletzt? Ah ja, stimmt, letzte Folge, stimmt, da war ja was. Oha!
Ich habe Philipp Wagner ja zum Stürmer umtrainiert jetzt. Und jetzt schaut mal seine Gesamtstärke an. Der hat jetzt eine 71, der hatte gerade eine 67. Ja gut, ich glaube, das war's dann wohl für Winsheimer. Ich glaube, Philipp Wagner wird unser neuer Stürmer. Das nimmt ja gerade schon Maße an von wegen Dings. Oh, wieso hat eigentlich Glatzel nur ausgeglichen? Hä? Okay, komisch. Es wird ja schon gerade quasi wie damals mit Mölders, aka jetzt wohl Glatze, und eben Schmidt, aka in unserem Fall jetzt der gute Wagner. Krass. Ich hab das gerade auch nochmal gesehen, kurz 66 zu 71, gut. Winsheimer, tut mir leid, ab sofort wirst du Bankspieler sein. Und ja, dann sehen wir uns auch da beim nächsten Spiel. So, hier ist das nächste Spiel. Wir spielen heim gegen Jahn Regensburg. Wir treffen uns beim Anstoß. So, Anstoß im Max-Morlock-Stadion. Und ja, Wagner jetzt als Stürmer neben Glatzel. Das finde ich schön. Kastrop ist zwar noch drin, aber ich habe da mal mit einem guten Gamer K gesprochen und er meinte auch, wir sollten den nicht kaufen. Ich habe tatsächlich mal einen neuen 10er gescoutet, den zeige ich euch dann im Winter. Also in der nächsten Folge zeige ich euch den dann. Und dann könnt ihr gerne mal mitentscheiden, ob ihr den verpflichten sollen dann, diesen anderen 10er oder nicht. Dann wäre nochmal ein deutliches Upgrade zu Gastrop, aber auch zu, ich glaube, Dumann oder wie unser Ersatz-10er, der eigentlich besser ist, heißt. Und was ist denn jetzt schon wieder das für ein lächerliches Tor? Regensburg führt, weil Martenia schon wieder irgendwas macht. Bloß nicht den Ball parieren. Springen wir in die ganz falsche Richtung. Oder fallt eher. Das würde ich jetzt noch sehen. Martenia. Auch den. Kann, wenn nicht sogar muss, man parieren. Meiner Meinung nach. Was machst du denn da? Aber naja. Gut, damit für Regensburg dank Witzinger in 6 Minuten schon mit 1-0 und wir dürfen jetzt mal wieder einen Rückstand hinterher rennen. Und da steht 1-1 und der neu erlernte Stürmer Wagner macht das Tor. Cool. Und Glatzl hat die Vorlage gegeben. Aber ja, fast. Philipp Wagner gleich mit dem Tor. Der weiß direkt, wo das Tor steht anscheinend. Auch wenn auch der Regensburger Keeper da sehr schlecht aussieht, so wie unser Keeper beim 1-0. Ich würde mal sagen, es ist nicht gerade das Spiel der Keeper bis jetzt. So, da ist die Halbzeitpause, es steht 1-1, bin zufrieden und ohne weitere Umschweife geht es direkt in Halbzeit 2, ohne Wechsel.
So, und ja, der Rest des Spiels aus. Ich habe gerade noch mal den einen Regensbogen voll umgeholzt mit Wagner, wurde Gott sei Dank nicht mehr irgendwie bestraft. Es endet 1-1, ja, ich bin zufrieden. Und ja, damit sehen wir uns gleich beim letzten Spiel der heutigen Folge. Holstein Kiel müsste es sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und so ist es auch, es ist Holstein Kiel. Ja, da würde ich sagen, direkt Schnellsimulation in Kiel und das Spiel endet 1-1. Nürnberger und Schulz machen die Tore, ja, passt. Jetzt gucken wir nur schnell die Tabelle und dann gehen wir zum Kalender, welche Gegner als nächstes kommen. Also, tabellenmäßig Platz, oh, nur noch 3, okay, das muss beim nächsten Mal wieder besser werden. Ist gut zu wissen, dann müssen wir das nächste Mal wieder mehr punkten. Und was haben wir hier? Wir könnten 5 Spieler verlieren. Ja, die Verträge werde ich noch verlängern, keine Sorge. Und Möller Deli bedankt sich, dass er spielen darf, auch wenn es als linker Flügel ist. Obwohl es eigentlich 10er ist, aber okay. Ja, also, ihr dürft abstimmen für folgende Mannschaften. Paderborn, Magdeburg, ja, die beiden. Hamburg erst in der Folge darauf. Paderborn und Magdeburg, die Gegner. Und jetzt zeige ich euch doch noch ganz schnell den einen Transfer, den ich meine. Und zwar hier, wartet. Folgendermaßen, es wäre hier Spieler, nein, nicht Spieler suchen. Das, wo war jetzt die Transferzentrale? Die Transferzentrale war direkt daneben. Und zwar, hier habe ich diesen Louis Schaub noch gefunden. Wäre eine Option. Ihr müsst entscheiden. Aber es sind nur 3 Millionen. Wir haben noch einiges an Kohle übrig. Ihr wisst jetzt Bescheid, das ist eine Option. Und dementsprechend wäre es das fürs Erste mit der heutigen Folge. Ich hoffe, dass sie euch wie immer gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst gerne wieder ein Like und ein Abo da. Aktiviert auch gerne die Glocke, schreibt mir Kommentare. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Und bis dann erstmal. Ciao und tschüss. Euer Luel60. Servus.